letzten Saison funktionierte das prächtig. Apropos prächtig, Tafosa gehen mit 1:0 in Führung. Dario Simeone, der Torschütze. Er trifft und trifft und trifft und trifft. Dario Simeone, 15. Scorerpunkt, 6. Tor. Enzo Corvi. Corvi. Wieder herrlich herausgespielt von dieser jungen Linie. Mauro Jörg, der Torschütze. Corvi mit der wunderbaren Vorbereitung, mit dem Sprint übers ganze Eisfeld. Und dann mit dem perfekten Pass auf Mauro Jörg. Hürlimann ohne Stockkontrolle und deshalb mitschuldig. Ambil, Dubois, Kinchi. Kinchi, 3:0. Simon Kinchi mit seinem ersten Tor in der National League. Ancinoni mit dem Fehler. Dankeschön, sagt Marco Pedretti. 3:1. 29. Spielminute, ich hatte es eben angesprochen, da hatte der Fos, kann sich nur selbst gefährlich werden. Ginori mit dem Fehler hinter dem Tor, Marco Pedretti nutzt diesen Aussatz. Mauro Jörg mit dem 4:1, typierter Tim Wolf. Nicht eine Minute hat es gedauert zwischen dem Tor von Marco Pedretti und demjenigen von Imien. Fransson, gleich noch ein Abschluss. Danielsson, Tor, das Ganze 3 Sekunden vor Ende des Mittelabschnitts. Doch nochmal ein Erfolgserlebnis für die Lakers. Sieber. 20-Jähriger, ja, einer, der dereinst in die Rolle der Wieser Brüder schlüpfen könnte. Und jetzt fällt das 5:2 Felicien Dubois. Bulligol, etwas, was den Lakers immer wieder passiert. Hier die Scheibe wohl noch abgelenkt. Ich tippe auf Persson. Wolf ohne Abwehrchance. Kein großes Spektakel, aber dem AC Davos ist zugute zu halten, dass man sich immer dann gesteigert hat, wenn es nötig war. 5:2 das Resultat, absolut ungefährdet kommt der AC Davos zu diesem 9. Heimsieg in Folge.